das Vorsichtige vom Papa. Der Stil ein bisschen von Mutter. Hallo, mein Name ist Fran Baerbaum, das ist Boston und willkommen bei mir zu Hause. Also wir haben gedacht, dass Brian wird keine Reiterin. Wir haben nie gedacht, dass das könnte wahr sein. Also wir haben gedacht, sie geht einen ganz anderen Weg. Sie war auch sehr vorsichtig als Kind und wir haben gedacht, dass Gefahr, das ist ein Teil vom Reiten, würde sie nicht gerne haben. Und so haben wir nie gedacht, dass sie eine Reiterin werden. Wir haben gedacht, sie geht einen anderen Weg. Ich habe sogar Wetten abgeschlossen, dass sie keine Reiterin wird in ganz jungen Jahren. Wie gesagt, wir sind natürlich glücklich, dass wir sie doch, ja, ihr es vielleicht ganz positiv vorgelebt haben. Und das macht uns unheimlich glücklich, das zu sehen, mit wie viel Spaß sie dabei ist. Was am Ende jetzt dabei rauskommt und wo der Weg mal hingeht, das ist ein langer, langer Weg. Also, die sind halt auch meine Freunde. Ich kann denen immer alles sagen, obwohl die nicht zurücksprechen, kann man irgendwie fühlen, was die so zu sagen haben, wenn man deren Charakter kennt. Das ist, als wenn die sprechen. Also das funktioniert richtig, richtig gut. Sie trainieren ihn jetzt so 4 Jahre, seit ich wirklich angefangen habe zu reiten. Seit ich mein erstes Springpony bekommen hat, den Oz, trainiert sie mich. Und das klappt richtig, richtig gut. Now open him up. Gallop, gallop, gallop. Also viele sagen, dass sie sieht aus wie die Mama im Sattel und ich muss sagen, das ist so ein bisschen. Sie sitzt ein bisschen wie mich im Sattel. Ich war immer zu mehr sehr kritisiert mit meinem Stil, aber in der Zwischenzeit finden Leute das gut und haben die Spaß zu schauen auf Turnier und die sagen mir, oh, die sieht aus wie ein Mini Meredith. Keep the pace a little longer through both those turns, to that jump and to that jump. Just a tad longer so you see the other one. Yeah. It makes your life easier, okay? Okay. Ich finde, sie hat unwahrscheinlich viel Gefühl für das Pferd. Sie mag Pferde sehr gerne und die wissen das und die gibt die was zurück. Da ist eine Verbindung zwischen die beiden. Ja, das Talent hat sie auch von der Mama. Also der ist sehr, sehr lieb und der weiß halt richtig viel über Springen und hilft mir immer, wenn ich irgendwas falsch mache, dann denkt er so, nee, das machen wir jetzt nicht und dann springt ab oder macht noch einen Galoppsprung. Also der hilft mich richtig immer und lässt mich nie im Stich. Karotten liebt er, das sucht er immer nach seiner Runde. Wo sind meine Karotten? Das liebt er auch richtig. Ich freue mich richtig sehr, weil ich wollte immer in Aachen reiten. Und ich glaube, ich war einer der ersten Teilnehmer am Salut-Festival, wie das ins Leben gerufen war. Da war das eine absolute Ausnahme, dass es so ein Event für die Jugend gab. Ja,
Ja, weil wir kommen immer gerne nach Aachen und so viele Jahre wir beide da geritten. Und ich muss sagen, Brianne ist, seit sie geboren ist, jedes Jahr mit uns da gewesen. Sie hat erstmal zugeschaut als kleine Baby, aber dann jedes Jahr gerne gekommen, alle zu anschauen, alle die besten Reiter der Welt, auch in der Kids Club zu spielen. Und Aachen war immer was Besonderes für die. Und jetzt zu wissen, dass die selbst da reiten könnte, ist ein Traum. Also ohne Sattelreiten, ohne manchmal mit Halfter auch, einfach nur ohne Hände, manchmal ein paar Sprünge springen, einfach Spaß haben. Dass sie einfach ja, mit Freude und mit Spaß bei der Sache ist, weil auch das, glaube ich, führt zu einer gewissen Beziehung mit ihren Pferden und mit ihren Ponys und hilft ihr dann auch auf den Turnieren. Und ich finde, das ist ganz wichtig. Das fördern wir so gut wir es können, aber wie gesagt, das ist auch ihr Naturinstinkt. Sie macht das gerne so, wie sie es macht und das funktioniert gut. Und wir wissen, dass Spaß macht alles einfacher und Spaß ist ganz, ganz wichtig. Es macht man erfolgreich. Also man muss Spaß haben und sie ist sehr motiviert und sie hat auch Spaß am Wettkampf. Aus. Ich habe den nächstes Jahr im April 5 Jahre. Das ist mein erstes Springpony, also mein erstes Pony nach Magic. Und als wir den bekommen haben, hatten wir den von Irland für 2 Wochen. Da war er nur 8 und wir wollten so ein älteres Pony, das richtig viel beibringen konnte. Und dann bekamen wir den. Und erst hatte ich so richtig Angst. Und dann nach einmal Reiten in der Halle, ich glaube, wir sind gesprungen, ich weiß gar nicht mehr, habe ich meiner Mutter gesagt, dieses Pony will ich so gerne. Und die hatten so gedacht, nee, das ist zu jung, zu unerfahren. Aber sie hat gesagt, aber wenn du willst, kannst du den ganzen Sommer für ihn arbeiten. Also ich konnte Sachen machen. Also ich, jedes Mal, ich im Stall geholfen habe, was für die Schule gut gemacht habe, irgend sowas, habe ich so ein bisschen Geld bekommen und dann habe ich den halt so quasi bezahlt und dann haben wir den bekommen und jetzt habe ich den immer noch. Ich reite den Arschspring und der ist mein bester Freund. Unheimlich stolz. Ich bin unheimlich stolzer Mama. Das macht mir genauso viel Spaß wie selbst der Rolex Grosser Preis beim Aachen zu gewinnen, ihr zu schauen.